Im Showtanz wurde sich am Samstagabend in der Volkshalle in Leihgestern gemessen. Zum sechsten Mal richtete die Tanzgruppe Blackout der TSG Leihgestern einen Showtanzwettbewerb aus. Enorm war der Zuspruch aus der Bevölkerung, bis auf den letzten Platz war die Halle gefüllt. Bereits am Nachmittag hatten sich die jüngeren Tanzgruppen auf Einladung der Tattletales dem Wettbewerb gestellt, nun waren die Älteren dran. Die Besucher erlebten eindrucksvolle Choreografien mit tollen Kostümen und ideenreichen Bühnenbildern, was die Stimmung im Saal anheizte und mit immer reichlich Applaus gewürdigt wurde. Das alles hatte auch die fünfköpfige Jury zu berücksichtigen. In vier Kategorien wurden die Darbietungen der Tanzgruppen bewertet. So galt es, Punkte zu vergeben für die Charakteristik bzw. das Thema, die tänzerische Leistung, die Choreografie bzw. die Aufführung und für den Ausdruck. Nach einer Hauptrunde traten die daraus fünf bestplatzierten Gruppen in einer Finalrunde nochmals gegeneinander an. Danach stand fest, Sieger des sechsten Showtanzwettbewerbs ist die Gruppe Blue Spirit vom FCC Die Niedergeister. Auch die gastgebenden Gruppen Blackout und Tattletales zeigten ihr Können, traten aber außer Konkurrenz an.